Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD-Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich weiß noch, dass wir nach Ratai wollten. Ich habe bloß gerade keine Ahnung, wo wir hier sind. Obwohl, ich habe voll die Ahnung, wo wir sind. Ja, easy, oder? Da vorne wieder raus. Dann ist das unser Casual-Weg, oder? Gab's nicht hier vorne auch einen Weg? Normalerweise reiten wir ja immer hinten an diesem Holzding vorbei, ne? Wenn wir hier lang reiten nach Pribislavitz. Das heißt, das hier müsste doch unser Weg sein, oder? Ja! Ja! Eben, ne? So müsste das doch sein. Wir reiten jetzt mal hier lang und gucken mal, wie es ist. Ich werde schon früher oder später rausfinden, wir sind super überlastet. So. Shit, nee, ich habe keine Ahnung. War das jetzt gerade das hier? Dann wäre hier egal, wo ich lang reite. Boah, ich habe gerade echt keine Ahnung, wo in der Welt ich jetzt gerade nochmal war. Aber ist nicht wild, wir werden früher oder später irgendwas finden, was uns die Möglichkeit gibt, besser einzuschätzen, wo sich dieser P befindet. Aha. Köter, alles cool bei dir? Schau mal, wer wohnt denn hier? Ist das hier die Kräuter-Lady? Ja, gell? Okay, dann habe ich doch eine grobe Idee. Na? So, jetzt passt mal auf. Also, wir sind jetzt hier gerade bei der Kräuterlady. Wir sind von der Kräuterlady eigentlich darunter. Bin ich dann jetzt gerade bei den Holzfällern in die falsche Richtung geritten? Muss ja eigentlich, oder? Na, jetzt weiß man natürlich nie, welcher Ausgang wo ist. Wie fällt denn die Sonne gerade? Wir haben es 13 Uhr. Das heißt, die Sonne ist schon eher Richtung Westen, oder? Als Osten. Ja. Das bringt mir nur gerade irgendwie nicht sonderlich viel, ne? Weiß nicht, in welche Richtung wir von hier aus müssen. Ich glaube, ich reite mal querfeldein hier den Wald runter. Könnte eine super dumme oder eine super gute Idee sein, je nachdem, was wir hier unten jetzt sehen. Aha, ein Bachlauf. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Und hier eine Stadt am Wasser. So, Kräuterlady. Dann war das nicht die Kräuterlady, wo ich gerade bin, oder? Wir reiten jetzt in die City rein. Oh Leute, ich bin anders lost gerade. Da hinten sehe ich doch Ratai, oder? So, wo sind wir hier? Das ist... Ja, genau, hier mit dem Bogenschützen, klar. Fällt es gerade trotzdem nicht ein. Trauerweide am Wasser. Sind wir in Leditschko? War ich gerade hier? Dann bin ich zum Fluss. Hier runter? Wir sind in Leditschko, knallhart. Okay, ja, perfekt. Das ist gut, denn dann weiß ich jetzt, was abgeht, was Phase ist, ne? In dem Sinne ist nicht mehr allzu weit nach Ratai. Und dann ist da alles cool. Dann sagen wir unseren Jungs Bescheid, ey. Na, so und so läuft's gerade. Und dann sagen die, boah, cool, Heinrich, regel das mal. Oder, ne? Ja. Da weiß ich auf jeden Fall noch Bescheid, ne? Das Ding war ja letzten Endes, der einzige Grund, weshalb ich nochmal nach Ratai wollte, war ja der, dass ich gesagt habe, yo, Leute, ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt so ist, wir gehen da hin und regeln das. Und dann komme ich zurück und die sagen, bist du dumm, warum regelst du das alleine? Sag uns doch Bescheid. Oder, na, wisst, wie ich meine. Und in dem Sinne war mir das jetzt hier wichtig, dass wir da nochmal vorbeigucken. Komm, dann gehen wir jetzt hier aber querfeldein nach Ratai, oder? Hier so ein kleiner Luftlinienritt. Bevor ich da jetzt wieder in irgendeine komische Richtung reite und irgendwas verdepper, ziehen wir lieber Luftlinie durch.
War ja auch unsere neue Herangehensweise gewissermaßen. Wir sind gut überladen. Das heißt, ich denke mal, wir könnten noch ordentlich Stuff verkaufen in Rattay. Deswegen ist das gewissermaßen doppelt gemoppelt. Na, wäre eh nicht so klug gewesen, irgendwo hinzugehen, solange wir so überlastet sind. Ja, hier ist doch schon unsere Müllers-Geschichte, oder? Kann ich da rüber reiten? Ist, glaub, eine doofe Idee. Bin ich early mit euch? Glaub, nicht die beste Idee, die ich so im Leben hatte, ne? Komm, Yenda. Stark. Okay, dann müssen wir da hinten rüber, oder? Gab's nicht da hinten irgendwo eine Bridge? So ein kleines Brückeli, ja, eben. Ja, genau. Guck mal hier, das ist doch klasse. Alles klar. Perfekt, ja, dann haben wir das. Easy. Dann würde ich behaupten, wir gucken gleich mal, wie es um unser Equipment steht. Ob man da irgendwas flicken lassen muss. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht jetzt allmählich Theresa auch mal wieder Lust hätte. Na, aber ist noch alles cool. Na, unserem Knüppel geht's gut, allem geht's gut. Alles easy, würde ich mal behaupten, oder? Wie geht's dem Knüppel eigentlich genau? Ja, das passt auf jeden Fall. Stark. Ja, dann würde ich behaupten... Ja. Die Musik. Ohne weitere Umschweife direkt in die Stadtmitte. Vielleicht davor noch schnell baden, oder? Und dann erstmal den ganzen Stuff verkaufen. Und anschließend mit unseren Jungs reden. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Die finden es bestimmt auch chillig, wenn ich ordentlich gebadet bin und so. In dem Sinne machen wir das doch hier an der Stelle direkt mal. Wisst aber, wie es ist. Seit das hier einmal abgestürzt ist, habe ich da schon ein bisschen Schiss. Weshalb wir uns natürlich noch einen Retterschnaps reinorgeln. Na? Oh, und da haben wir gerade gar keine im Inventory, aber Yenda hat bestimmt noch ordentlich welche am Start, oder? Na also. So, ich denke mal zwei, drei tun's da erstmal. Knall ich mir den rein. Spiel gespeichert. So muss das, Badinhaberin. Gott schütze dich. Dich auch, na? Also, die Dienste des Badehauses in Anspruch nehmen. Ich bin an euren... Was hätte... Genau. Ein Bad. Rein da. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Du wirst es nicht bereuen. Ich gehe mal stark davon aus, ja. Wenn das Spiel nicht abstürzt, bereue ich das eigentlich nie. Okay, cool. Na genau, ich kann nicht sporten. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir hier vorhaben, was wir vorhaben. Ja. Easy. Ja dann, ab geht's, ne? Bin echt gespannt, was Hanusch und Kubilla so zu sagen haben. Wir haben lange nicht mehr mit denen geredet, oder? Ist jetzt echt eine Weile her. In letzter Zeit ein bisschen Quest-Stuff gemacht, davor ziemlich viel Pribislavit-Stuff gemacht. Aber mit Ratzig habe ich lange nicht mehr gesprochen. Und ich glaube, das letzte Mal Hanusch war eigentlich, ja, basically das Mal, als Hanusch ein bisschen angepisst war, zwecks dieser Ketzerei-Geschichte, ne? Das, sagen wir mal so, lief, ja... Nennen wir es jetzt mal suboptimal. war nicht der beste Move, den ich hier rausgehauen habe. Definitiv nicht. So, komm, den packen wir uns auch mal rein. Können wir den nachher mal loswerden? Hier ist halt auch mittlerweile echt ein bisschen, da hat sich einiges an Kladderadatsch auch gesammelt einfach, ne? 16 Räucherwürste. Da muss der Köter, glaub, auch mal wieder ordentlich was wegsnacken, ne? Ich glaube, es sieht stark so aus. Ist das jetzt hier runtergefallen? Ja, und nicht bei Yenda. Guck mal, Köter, du kriegst erstmal eine Räucherrattenwurst, ne? Das klingt doch klasse, oder? Schau mal, was hier. Ich für dich hab. Ganz eben, wir haben was für dich, kleiner Feini. Gebratene Ent. Alter, wir haben richtig viel Zeug. Vor allem hier halt Räucherwurst. Warum denn 16 Stück? Jetzt machen wir erstmal die gebratene Ente weg, ne? Die wiegt an und für sich zusammen mit der Räucherwurst am meisten. Pro Stück. Okay. So, Freundchen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Waffen, oder? Es freut mich, dass du zu mir kommst. Klar, gleichfalls. Lass uns handeln, Mann. Ja. So, also, pass mal auf. Ich hab dir unser Magdeburger Schwert, gebe ich nicht her. Nadel kannst du haben. Und die verlässliche Klinge, ne? Stachel behalten wir, ist unser Kurzschwert, Langschwert und unser Knüppel, ne? Schild des Zulladels kannst du wegen mir auch haben, das passt schon. Genau, und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir was. Und wir gehen direkt weiter zum Rüstungsschmied. Na? Hier kann ich nicht...
Okay. Ich dachte gerade schon. Wilde Geschichte. So, dann holen wir noch die ganzen Sachen hier raus. Hä? Ab ins Inventory damit, ne? Bei dem kumanischen Zeug bin ich mir gerade echt nicht ganz so sicher, ne? Aber irgendwie ist die Quest da ja vorbei gewesen. Was kann ich für dich tun? Und im Zweifelsfall ist es echt kein Problem für uns, nochmal kumanische Sachen ranzuholen. Deswegen würde ich sagen, wir packen das jetzt erstmal weg. Na, und wenn das zu einem Problem führt, von wegen, ja, P, du brauchst jetzt nochmal die kumanischen Sachen, dann holen wir die halt nochmal. Na, ist jetzt ja echt nicht so, als hätten wir gegen Kumanen große Probleme. Das sind mittlerweile eher die Hampelmänner hier in der Spielwelt, würde ich sagen. Oder sind die wenigsten wirklich krass? Selbst die, die mit die heftigsten Rüstungen dann anhaben, hier irgendwie so Shishak und so, wisst Bescheid. Aber meistens hauen wir auch denen so fatal auf den Latz, dass ich da gerade echt absolut keine Probleme sehe in Bezug auf die Tatsache, falls wir das nochmal ranholen müssten, wäre das überhaupt kein Problem. Das ist schon 3K, stark. Ist irgendwie nicht mitgerechnet, dass das schon wieder so viel ist. Das ist jetzt nicht ultra viel, aber... da holen wir bestimmt 3-3 raus, oder? 10% gehen eigentlich immer, würde ich mal behaupten. Ah, oh, da holen wir 3-4 raus, vielleicht sogar, ne? Weil du es bist. Weniger. Ja, ist ja okay. Ja, da holen wir 3-5 raus, Leute, oder? Da holen wir 3-5-50 raus. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Stark. Zumal wir diesmal nichts reparieren müssen, ist das eigentlich eine ziemlich solide Ausbeute, oder? Ah, was mir aufgefallen ist letztes Mal, war doch noch die Tatsache, ich glaube, wir haben gerade nicht mehr viel... spannender Voice Crack. Wir haben, glaube ich, gerade nicht mehr viel normales Schmiedeset, gell? Rüstungsset 7, Schuster-Set, kleines Schuster-Set. Ja, aber keine Schmiedesets. Die sind uns, glaube ich, so ein bisschen ausgegangen. Wir haben, glaube ich, hier und da von einem Gegner nochmal ein einzelnes aufgesammelt oder so, was dann gerade noch so gereicht hat. Aber da mal wieder ein paar auf Pump zu kaufen, ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, oder? Ja, komm. 1,4K, Alter. Verrückt. Lässt sich was am Preis machen? Safe, oder? Ist gut. 1,2 fände ich cool. Okay, in dem Fall wohl eher... Ja, ich denke mal so auf 1,25 könnten wir ihn vielleicht runterhandeln. Sind wir uns einig? Oder 1,27. Du bist ein Knauser. Oh, das fand er gar nicht geil, oder? Ja, 1,27, guck mal, 1,25. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Stark. Ich find's so witzig, dass man auch da Ruf verbessert sammelt. Helft eurem Nachbarn. Nicht doppelt, aber, ne, immerhin. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch schnell beim Gemischtwarenhandel vorbei. Ich glaube, wir haben noch ein paar Pokale und Kelche, Kommunionsdinger und so, ne? Frage ist immer nur, wie viel Cash hat er? Gott sei mit dir, edler Ritter. Ja, ja. Hier, guck mal. Ich brauche einen Händler für... Ah ja, aber safe nicht ihn. Ich glaube, ich habe ihn auch schon gefragt, oder? War das nicht so? Ich glaube, ich hatte ihn schon gefragt. Bin mir gerade nicht sicher. Habe ich nicht irgendjemanden schon gefragt gehabt? Hier, guck mal, du kriegst Stoff. Vermögen des Händlers 0,6. Das ist doch nicht sein Ernst. Ja, wir haben halt so Stoffe und Kelche schon ordentlich am Start, ne? Wenn das mal alles raus wäre, das wiegt jetzt nicht die Welt, ne? Aber hier halt direkt 2, hier direkt 1, hier wieder 2. Das macht schon was. Der Stoff auch direkt 2. Hier 2,2,4, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist schon was, ne? Ist ein bisschen blöd. Vielleicht müssen wir da mal beim Müller-Peschek vorbeigucken, oder? Und sagen, ey Peschek, das ist ja egal, ob das jetzt Diebesgut ist oder nicht. Der handelt ja generell, oder? Wir können es ja mal testen nachher gleich noch. Dann von da aus wieder losreiten. Aber sag mal, sind die diesmal hier oder wieder oben? Wahrscheinlich sind sie wieder oben, oder? Ja, sie sind wieder oben. Upsi. Da haben wir scheinbar auch noch irgendwas anderes Questmäßiges am Abgehen da oben. Ist ja aber in Ordnung. Wisst ihr, was ich voll cool finde? Am Anfang scheint es ja ein bisschen so, oder? Als gäbe es so... Ich meine, dem ist ja letzten Endes auch so. Also, wir chillen mit Hanusch, wir chillen mit Ratzig und wir chillen mit
Geht ein Turnier. Können wir noch teilnehmen? Ist wahrscheinlich schon zu spät, oder? Sei gegrüßt. Das brauchst du. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Du kommst zu spät, Junge. Ja. Ja, ja. Man muss schon am Morgen sich da melden, ne? Das ist schon das Ding. Schade. Da kann man jetzt nichts machen. Bisschen blöd, aber ist wie es ist. Wer bist du denn? Wächter. Oh, moin. So, hi Leute. Ah. Herr, ich habe Neuigkeiten. Doch ich fürchte, es sind keine guten. Nach allem, was geschehen ist, setzt du noch eins obendrauf? Beinahe beeindruckend. Ich fürchte ja. Es wird wieder geschehen. In noch größerem Ausmaß. Das klingt ja sehr ermutigend. Was genau wird geschehen? Wie es scheint, war das Lager in Pribislawitz bloß der Anfang. Sie sind alles andere als besiegt. Woher weißt du das? Ich stieß auf einen Presser, der für sie arbeitet, und ließ mich anheuern. Herr im Himmel, du bist stets für Überraschungen gut, Junge. Was hast du herausgefunden? In Vranik, in der Nähe von Sasau, gibt es ein weiteres, viel größeres Lager. Was führen diese Halunken im Schilde? Und wer zum Deivel sind die? Ich weiß es nicht. Uns schaden? Die Region erobern? Ich könnte es herausfinden. Wie? Ich bin nun einer von ihnen, habe ihr Erkennungszeichen und weiß, wo sie sich verschanzen. Ich müsste mich dort bloß umsehen. Ausgeschlossen. Das ist zu riskant. Herr, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich tun musste, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Sie vertrauen mir. Wir müssen sie angreifen, bevor es zu spät ist. Am besten so schnell wie möglich, solange sie es nicht erwarten. Und wenn wir diesen räudigen Hund gefasst haben, fragen wir ihn höflich, was er will. Doch bevor wir einen Angriff wagen, sollten wir in der Tat jemanden entsenden, um so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Es wäre weniger riskant als unser Angriff auf Pribislawitz. Also gut, Heinrich. Finde heraus, wie viele es sind und was sie planen und alles, was du sonst noch in Erfahrung bringen kannst. Aber lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, Herr. Viel Glück, Junge. Danke. Okay, Leute, ne? Es war ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die wären safe angepisst gewesen, wenn ich da einfach wieder im Alleingang hingegangen wäre, ohne den vorher Bescheid zu geben. Der mir gerade nicht einfallen will, ist hier Herrin Stefanie. Und wie heißt ihr Boy? Ach, ihr wisst, wen ich meine. Na, um den Punkt von vorhin zu schließen. Ich dachte am Anfang so, ja klar, okay, also wir chillen halt ein bisschen mit Herrn Ratzig, ne? Der ist so cool zu uns und so. Aber dass man mit allen so gewissermaßen ein bisschen was zu tun hat, mit allen höheren Tieren, das finde ich schon cool. Dass jeder so seinen eigenen Storystrang hat und das auch hier und da miteinander verwoben ist, das ist schon ziemlich lässig, würde ich behaupten. So, dann machen wir uns dieses Mal anders ready für, ne? Die Kundschafterei, die wir da in Vranik betreiben werden. Und zwar regeln wir direkt noch ein bisschen Gift, ne? Da sehe ich uns doch, oder? Ihr sicher auch. Hier, guck mal, ich hätte gerne noch ein bisschen Einbeere und Distel. Na? Genau. Und falls du gerade noch da hast, nehme ich auch direkt noch ein bisschen Gift. Wenn du das schon fertig gebraut am Start hast, wäre ich da durchaus nicht abgeneigt. Sieht nicht so aus, gell? Wir sind schon bei S. Nee, hat kein Gift. Oder war früher Gift? Nee, hier, gell. Ja, Galle. Gegenmittel, Geweih, nee. Okay, naja, wie dem auch sei. Ja, das passt so. Die 3,50 kriegt er von mir gerade noch, ne? Das ist in Ordnung. Wisst ihr, was mir hier mal passiert ist? Da bin ich mal reingefallen, überlastet und musste deswegen eine Folge neu starten. Ist kein Witz. Ich weiß gar nicht mehr, da haben wir am Ende der Episode irgendwie ein paar Sachen gebraut. Da bin ich überlastet hier rüber, wollte das da drin verkaufen, bin dann hier raus, da reingefallen. Und wenn du überlastet bist, kannst du ja nicht hüpfen. Ne? Und Yenda war auch vollkommen überlastet, weshalb ich nichts bei Yenda reinpacken konnte. Und dann stand ich da drin und kam da halt nicht mehr raus. So. Chillig. Ja, sind so Juwelen, von denen ihr gewissermaßen gar nichts mitbekommt. Außer, na, der gegebene Fall, dass ich es euch eben dann noch erzähle. Von meiner Schande berichte, könnte man an der Stelle auch sagen, ne? Stand ich da in dem Trog, wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Und kam da nicht mehr raus. Klar, ich hätte super viele Sachen fallen lassen können, aber, na, ich war anders überlastet. Also, so randvoll, ne? Nee, das, ja.
Da habe ich mir dann gedacht, komm, das starte ich schnell neu. Und da falle ich nicht nochmal rein. Na? Mit einem schönen Bogen rum und das Ding gemacht. Ups, ich muss ja erst E drücken. So, hier viele sind das ja nicht. Ja, du hast nicht alle Zutaten, ist okay. Aber wir haben jetzt ein bisschen Gift am Start, ne? Das ist klasse. Das heißt, ich würde sagen, Waffen werden jetzt erstmal keine mehr vergiftet in nächster Zeit. Wir sparen jetzt eher immer so ein bisschen Gift. Gucken, dass wir überall Einbären mitnehmen, wo das eben so geht. Und dann vergiften wir ordentlich den ihr Leben, Mann, oder? Vielleicht wäre hier der Trinkschlauch-Tipp, den ich bekommen habe, dass man das so aufteilen kann. Na? Gar nicht schlecht in dem Sinne. Allerdings weiß ich auch nicht, wie nötig. Ich glaube, das Gift, das wir haben, reicht schon bunt, um alles zu vergiften, was die da haben, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, Köter, wo du? Ich habe dich doch gerade eben heulen gehört. Köter? Da. Moin, Köter, guck mal. Hier, ne? Sieh mal, was ich ganz... Bisschen füttern, oder? Das ist doch geil. Alter, wir haben so viel Fleisch. Speck auch 10-mal? Hey, Köter, du musst mal ordentlich snacken hier, ne? Ich glaube, es ist halt auch gerade wirklich die Nahrung, die uns überlastet, ne? An was anderem liegt das ja nicht. Hier, Köter, guck mal. Naja, wir haben eine Shitton-Räucherwurst für dich. Imagine, so eine ganze Episode, wie wir einfach den Köter füttern. Nee, das machen wir jetzt nicht. Hier, eine kriegt er noch und dann ist erstmal gut hier an der Stelle, oder? Schau mal. Der arme Junge. Wird da voll gepresst, als gäbe es keinen Morgen. Okay. So, dann würde ich behaupten, wir gehen noch beim Peschek vorbei, oder? Ja, safe. Und dann, mir war das jetzt nicht ganz klar, ne? Wir haben ja in den letzten Episoden die paar Presser komplett auseinandergenommen und alle getötet. Aber wir haben jetzt denen ihre Erkennungszeichen. Für mich war jetzt nicht klar, dass die uns deswegen einfach in das Lager reinlassen. Na, also für mich klang das jetzt eher so, beziehungsweise für mich schwang da eher mit so, ja, wir haben die jetzt halt alle getötet. Früher oder später wird sich irgendjemand wundern, warum die nicht zurückkommen. Und dann kommt auf einmal ein neuer Junge, der sagt, oh ja, ich war hier in der und der Stadt, wo genau diese drei Leute verschwunden sind und wurde in eure Gilde aufgenommen. Und niemand fragt dann. Das scheint mir irgendwie ein bisschen zwielichtig zu sein. Deswegen, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eher, das wird so eine Scouting-Mission, wo wir halt reinschleichen wieder, wie damals in Pribis Labitz. Aber so wie das klingt, ist es ja irgendwie so als, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Oder es klingt doch so, als könnten wir ohne Probleme da einfach drin chillen und so ein bisschen schauen, wie da wer und was. 14.000 hat der, weiß, ein Müller. Und der Gemischtwarenhändler, ne, in der Stadt, der hat nichts. Lieben wir, oder? Ich meine, wer liebt das nicht? Also klasse. Okay, guck mal hier, Alter, da haben wir ja auch 100 von diesen Kelchen, ne? Ja, die wiegen halt schon auch was mit der Zeit. Keine Frage, da hat er doch bestimmt Bock auf die Kelche und so. Die Federn behalte ich, die waren nicht ganz so einfach zu beschaffen. Obwohl, als ich rausgefunden habe, dass man den großen Teil davon kaufen kann, ging das schon klar, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann sind wir auch tatsächlich nicht mehr überlastet. Da holen wir aber noch ein bisschen Geld raus, oder? Sprechen wir den Preis. Nun... Versuchen wir es. Würde ich aber auch sagen hier, ne? Guck mal, 500 gehen doch da, oder, Müller-Peschek? Wir sind doch alle Homeboys. Was sagst du dazu? Das ist es mir nicht wert. Das ist okay. Das war ja auch noch nicht der Preispreis, ne? Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Stark. Ja, haben wir da 500 Bucks rausgeholt? Köter, ne? Sind wir schon wieder hungrig. Ja, arme Junge. Wird so gemästet jetzt hier. Ob der dann nachher überhaupt noch vom Fleck kommt? Hier, guck mal. Na, Räucherwurst, Wurstili, da liegt's. Theresa. Na, hast du nicht Bock, bei uns in Pribis Labitz zu wohnen? Das Klappern deiner Rüstung ist meilenweit zu hören. Ja, komm, machen wir einen Spaziergang, wir oder? Wo spazieren gehen? Sehr gerne. Easy, holen wir uns noch einen Buff ab. Alter, wir spazieren ja gottlos weit.
Mal schnell. Spazieren wir nach Skalitz? Mal schnell hinspaziert, oder? Silber. Ist lange gegangen. Und? Wirst du mir verraten, warum wir hier sind? Hier. Hier ruht mein Bruder. Oh. Das wusste ich nicht. Verzeih. Ich wollte hierher zurückkommen. Aber ich traute mich nicht allein. Das war klug. Hier ist es noch nicht sicher. Manchmal gebe ich mir die Schuld. Hätte ich mehr für ihn getan, würde er vielleicht noch leben. Wenn wir nachts mit den anderen aus der Mine geflohen wären, dann wäre vielleicht alles anders ausgegangen. Ja, aber er konnte halt nicht gehen. Das bezweifle ich stark. Du sagtest selbst, dass Samuel die Strapazen nicht überlebt hätte. Ganz genau. Du hast getan, was du konntest. Und wenn du nachts geflohen wärst, hättest du mich nicht gerettet. Und doch lässt es mir keine Ruhe. Ich tat, was ich konnte, aber es war nicht genug. Warum ließ Gott das nur zu? Ja, na, also, ich bin da immer nicht so eine Kapazität, wenn es um sowas geht, aber ich finde, wenn Leute einen Glauben haben, dann ist es auch wichtig, na, dass man da keine Witze drüber macht oder das denen abspricht. Wenn das denen Kraft gibt, dann ist ja alles cool. In dem Sinne, komm. Wie ist das, wie sagt man da, die Wege des Herrn sind unergründlich. Na, mir geht es ähnlich. Wer weiß, vielleicht hätte ich meine Eltern irgendwie retten können. Du musst diese Gedanken loslassen. Stattdessen solltest du darauf vertrauen, dass alles irgendeinen Sinn hat. Wie soll das denn gehen? Wie schaffst du es, deinen Glauben nicht zu verlieren, Heinrich? Ich werde nie die Ungerechtigkeit akzeptieren, dass mir Samuel, Stibor und mein Vater genommen wurden. Aber ich habe noch dich. Ach, cute, ja klar. Ich liebe dich, Theresa. Mhm. Ich weiß. Hab Dank für den Spaziergang. Coole Antwort, Mann. Für alles andere. Was würde ich nur ohne dich tun? Ja, stark. Na, kannst gerne bei mir in Pribislavitz einziehen, wenn du Bock hast. Also, ich frag für einen Kumpel, na, der da zufälligerweise Vogt ist und meinen Namen trägt. Na. naja. Wie dem auch sei, war doch jetzt eine süße Geschichte, oder? Na, ich kann mich noch genauer erinnern, wie wir da in der Nacht irgendwelche Magnolien pflücken sollten. Na, hier, was war das? Die Ringelblumen waren das doch, oder? Ich nichts gesehen habe. Könnt ihr euch entsinnen? Ich habe gar nichts gesehen. Dann sollte ich da genau diese Blumen hier pflücken. Und habe dann auch Samuel nicht mehr gefunden, gar nichts mehr gefunden. Das war eine ganz wilde Episode. Ich glaube, auch eine der wenigen Episoden, wo ich dann mal so mit euch geteilt hatte, oder? Wie es für mich ist, so eine Episode aufzunehmen. Wenn du so reinstartest und so denkst, come on, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo Samuel ist und soll hier im Stockdunkeln irgendwelche Blüten pflücken, ne? Mit einer jungen Dame, surrounded von irgendwelchen Kumanen und so. Ja. Schon nicht das entspannteste oder geschmeidigste Szenario, das man sich so vorstellen kann, oder? Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir noch diese Teufelsgeschichte machen? Denn ich bin early mit euch. Ich habe schon das Gefühl, dass das hier so Hauptquest-Level-Endstufe ist, oder? Also geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben. Das ist erstmal so Vorbereitung, aber ich glaube schon, dass das hier somit eine der letzten Schlachten ist, oder? Das könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Also ich glaube, sehr, sehr viel Main Story haben wir nicht mehr vor uns. Und dann will ich gewissermaßen jetzt nichts riskieren, so von wegen, oh, du darfst das dann nicht mehr machen, weil dann irgendwie die Welt sich verändert oder so, es gibt dann kein Zurück mehr oder so. In dem Sinne würde ich sagen, wir gucken mal hier noch Höllenschlund, oder? Ah ja, was haben wir hier denn noch? Rataya Turnier, das können wir jetzt mal rausmachen. Höllenschlund rein. Bruder, was? Finde die Höhle aus Johankas Albträumen. Und dann ist das dieser Bereich hier. Na, wenn man der Map trauen darf, gibt's hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten, oder? Wird wild. Wird sehr wild. Okay, dann würde ich behaupten, wie reiten wir da jetzt am chilligsten hin? Ich würde schon sagen, Leditschko.
Merhojedrovna, oder? Ja, ich glaube, Ledechko Merhojedrovna ist eigentlich ganz gut. Doch, doch. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann Köter, Yenda, na? Yenda. Reiner, Yenda. Wird gut. Da sehe ich uns. Ja, ich glaube, ich habe es ja die letzten paar Male schon angesprochen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, gell? Ich bereue nichts an der Tatsache, dass ich das Spiel auf Hardcore spiele. Ich liebe alles daran. Das Einzige, was ich mir immer wieder denke, ist, ich glaube, für ein Let's Play ist es suboptimal, oder? Sind wir jetzt mal ehrlich miteinander. Ich meine, könnt ihr gerne auch einfach mal sagen, was ihr so davon haltet. Ich nehme das niemandem böse oder so, nehme das niemandem krumm. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, sage ich mal. Ne? Also klar, ich wusste ja, ich kann nicht schnell reisen, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass man so unnormal viel in der Welt unterwegs ist. Ich finde vieles daran super schön. Ich würde sagen, wir haben mit die besten Schlachten, waren nicht unbedingt die Story-Schlachten, sondern eher so Überfälle. Ne? Jetzt gerade hier in letzter Zeit sind die außerordentlich intensiv geworden, wie ich behaupten würde. Das ist schon super cool. Aber es ist halt schon ziemlich, ziemlich viel Zeit der Episoden, in denen wir einfach rumreiten. Oder? Also ich hoffe, es ist ein Teil von euch dabei. Ich denke ja mal, ich merke es ja auch an den Zahlen. Es gibt einen gewissen harten Kern, der da Bock drauf hat, sich das reinzieht. In dem Sinne mal hier an der Stelle ganz viel Liebe an euch. Denn es muss ja... Ja, keine Ahnung. Es muss euch ja irgendwie dennoch gefallen. So. Und das ehrt mich sehr. Denn ich muss... Es wär alles andere als naheliegend, jetzt irgendwie nicht zuzugestehen, dass wir hier nicht ziemlich viel unterwegs sind. Also wir sind einfach ziemlich viel unterwegs. Das ist eben so. Und daran lässt sich jetzt auch gewissermaßen im Nachhinein nichts mehr ändern. Na, also, weiß gar nicht, könnte man jetzt noch auf leicht stellen? Wenn, würde ich das auch gar nicht wollen. Na, wir haben einen ewigen Weg hier. Ich denke, für viele von euch, weiß ich nicht, ist es dann ja vielleicht auch cool, wenn man sich so denkt, boah, dafür gibt's halt insgesamt viel mehr Episoden, ne? Kann ja auch was Tolles haben, weiß ich nicht. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es eben einen gewissen Teil unter euch gibt oder beziehungsweise vielleicht jetzt nicht direkt unter euch, aber einen gewissen Teil gibt, der vor einer Weile schon abgesprungen ist, weil sich dieser Teil sagt, ey, ne? Hier wird so viel hin und her geritten, kann ja nicht sein. Also na, das ist wieder diese Falle, die da den Sound macht, aber was ist denn mit ihm? Händler. Was? Huh? Was machst du da, du Mörder? Ich war das nicht. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Mhm. Du hast die Leiche geplündert. Ja, echt so. Ich habe mir die Wunden angesehen. Ich wollte nachsehen, ob ich vielleicht noch helfen kann. Aha. Und? Konntest du? Da war leider nichts mehr zu machen. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Das kennen wir ja gewissermaßen schon, oder? Wir müssen die Sache aber jemandem melden. Leider können wir sonst nicht allzu viel tun. Okay. Rüpel. Ja, lieber Rüpel. Wo ist Yenda jetzt hin? Ach so. Ach stimmt. Oh. Alter, danke, Yenda. Wenn du da jetzt nicht gestanden wärst, wäre ich, glaube ich, wieder in die falsche Richtung geritten. Aha, haben wir nochmal Glück gehabt hier, ne? Ja. Wären wir nochmal sehr viel länger geritten als eigentlich nötig hier an der Stelle. Wäre jetzt natürlich eher uncool gewesen. Naja, wie dem auch sei. Alles nochmal gut gegangen an der Stelle. Na, wir ziehen weiter durch. Weg nach Scarlet. Ich bin super gespannt. Hier. Wittere ich richtig, dass sich noch irgendwo Gegner tummeln, oder? Das hier ist immer so ein guter Ort auch. Da hinten, oder? Da chillen eigentlich fast immer welche. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Wir sind hier hochgeritten. Ich glaube, das hier, oder? Dann sehe ich hier diese Hütte da hinten, wo ich gerade gesagt habe, da sind fast immer welche. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal nach links. Na? Ja. Ja. Da ist die Stadt, die niedergebrannt wurde, wo wir mit unseren Jungs am Start waren. So, ich glaube, ach komm, wir reiten. Wir reiten so, dann kenne ich mich wieder aus. Na, dann haben wir gewissermaßen was zum Gucken, beziehungsweise was zu orientieren.
Ich meine, den Weg reiten wir ja oft an dieser niedergebrannten Stadt vorbei. Ja, kennen wir ja mittlerweile alles hier. So, guck mal. Das ist doch gut. Genau, geht's da vorne zu der Mühle. Und von da aus kommen wir, denke ich, super klar. Ja, stark, oder? Muss echt sagen, bei Kingdom Come Deliverance ist es mittlerweile so... Na, ich habe ja vor einer ganzen Weile auch mal gefragt. Ja, hi, Leute. Hat da jemand Bock? Ja, Köter knurrt schon. Köter, was sagst du? Da chillt doch jemand, oder? Na eben. Scheiß Kat. Naja. Den hat er stecken. Alter, Starkköter. Der lag noch. Okay, ja, well. Nice, Köter, ne? Gut geregelt, oder? Wir beide, junge Kumpels. Eisenhut, der ist ja süß. Ist da noch jemand, Köter? Ringelblumenaufguss, ein Silberkelch, den wir dann wieder Jahre mit uns rumtragen. Das sehe ich. Der Eisenhut für 460? Ja, komm, nehmen wir mit. So, Yender. Ah, wie geht's? Schlachtross Yender, Alter, das ist so ein cooler Name auch einfach. Alles klar, so, pass mal auf. Das hier war die brennende Stadt, oder? Das ist dieses brennende Dorf, ja genau, dahinter waren, da, ne? Dann sind wir hier lang. Hier sind wir jetzt gerade. Das heißt, wir reiten weiter geradeaus und dann läuft die Geschichte. Von da kam, ja, dann ist es, glaube ich, hier lang, oder? Ah, oder doch da lang. Ah, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Komm, wir reiten links lang. Nee. Irgendwie passt mir gerade beides nicht so gut. Ein bisschen spät gesprungen hier. Ja. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Ja, well, da na, kann ich gerade leider nichts mehr machen. So, die Mühle. Ja, und dann müssen wir hinter der Mühle lang. Okay, ich hätte doch rechts lang müssen. Naja, passiert den Besten. Passiert den Besten. Da mal gerade so ein bisschen gegen die na, Rotorblätter geritten. Was war das denn? Ja, das bin ich. So, mal hier hinten, oder? Naja, war doch der richtige Weg. Ein bisschen weiter ab vom Schlag in Bezug auf die Nähe zur Mühle, als ich dachte, aber wir haben es geregelt. Ja, genau. Ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal gefragt, ey, wie viel Geschichtsprogress haben wir circa hinter uns? Was denkt ihr? Das ist, glaube ich, lässig 15 bis 20 Episoden her, dass ich das gefragt habe. Warum joggst du? Okay. Na? Ja. Und da meintet ihr so, ey, 75%, sowas um den Dreh. So, dann würde ich sagen, seitdem ist nicht allzu viel Story-Technisches passiert, weshalb ich jetzt so von 80, 85 ausgehen würde. Na? Und mittlerweile hat sich bei mir so ein Gefühl breit gemacht. Na, wie ich eben mich in Merhoyet auch zum Beispiel fühle. Na, es ist ein bisschen so, ich weiß, ein super geiles Spiel, an dem ich gerade mega viel Spaß habe, geht so ein bisschen aufs Ende zu. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich immer irgendwie scheiße. Ich glaube, ich denke, viele von euch können das Gefühl nachvollziehen, oder? Wenn man so weiß, allzu lange wird das hier leider nicht mehr dauern. Aber ich muss sagen, hey, wir hatten bis jetzt schon mega viele geile Stunden mit KCD, oder? Also, ich muss echt sagen, ich bin absolut erstaunt. Klar, wir reiten unnormal viel von A nach B. Ich glaube, wenn man unsere gesamte Reitzeit wegkürzt, dann sind es lässig 30 ganze Episoden. Wenn nicht sogar mehr, oder? Sind wir mal ehrlich miteinander. Das ist schon so. Also in Hardcore reitet man ja gestört viel von A nach B. Wie gesagt, ich finde das cool. Ich habe das Gefühl, man kriegt so noch mehr von der Welt mit, gewissermaßen. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, ich reite hier gerade ein bisschen falsch. Na, wir müssten irgendwie eher da lang so. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich bin jetzt eher hier runter geritten, gell? Ja, komm, wir reiten nochmal zurück. Ja. Und dann hinter Merhoyet direkt links. Also wir halten uns jetzt hier immer links am Wald und dann müsste irgendwo dieser Schlangenweg durch den Wald sein, der uns dann nach Rovna führt. Ja, wenn wir
den haben, dann läuft. Genau, aber na, ich denke, ihr alle wisst, worauf ich hinaus will. Es ist gewissermaßen absehbar mittlerweile. Na? Trotzdem muss man sagen, es gibt noch einige Nebenaktivitäten. Muss ich jetzt aber auch sagen, dass ich nicht auf alle ultra heiß bin. Na, gibt so ein paar Sachen, finde ich jetzt. Zum Beispiel die Sache mit der Dirne, die wir neulich gemacht haben. Das ist schon mal ganz nett, irgendwie sowas als Nebenquest zu machen. Das sehe ich, ne? Und da bin ich auch der Letzte, der sagt, kein Bock drauf und so. Aber was ich schon irgendwo zugestehen muss, ist, das war ein bisschen unnötiges Hin- und Hergerenne. Sorry, da kann mir jetzt echt niemand was sagen. Wir sind basically dreimal zum selben Ort gerannt. Hätte sie uns das einfach direkt am Anfang alles als Quest mitgegeben, hätten wir direkt alles in einem machen können. Und für sowas, ich will jetzt nicht sagen, habe ich kein Verständnis. Das war für die Immersion der Quest wichtig, sodass sie sich immer ein bisschen mehr traut. Boah, könnte ich dich noch darum bitten? Boah, cool, echt lieb von dir. Könnte ich dich noch darum bitten? Boah, das hat er auch gemacht. Okay. Ein letzter Gefallen und so, ne? Ich verstehe schon, warum das für die Immersion wichtig ist, aber das muss jetzt für mich nicht sein. Also rein spielerisch war das jetzt keine Quest, wo ich sage, oh, holla, die Waldfee, von der erzähle ich noch meinen Kids, ne? Oder so, also, ja. Versteht es nicht als massive Kritik, so, Casey, die kann keine Quest schreiben oder so. Das stimmt nicht, das will ich damit nicht sagen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es solche Nebenquests noch viele gibt oder hey, schlag dich mit dem Fischer, geh in die Stadt, schlag dich da mit Leuten. Im Hardcore-Modus wirst du dann jedes Mal aus der Stadt rausteleportiert, musst dann wieder in die Stadt reinreiten, um die nächste Person herauszufordern. Das finde ich einfach hier und da ein bisschen suboptimal umgesetzt, weil extrem viel Zeit dafür drauf geht, dass du basically nichts erreichst. Ja, so, und ja, ich sag mal, wie es ist. Auf sowas bin ich nicht ganz so heiß. Wenn wir dann wiederum irgendwie jemanden suchen müssen, na, red mit dem, find raus, was da passiert ist irgendwie. Das ist eher schon wieder mein Fall, ne? Auch wenn ich sagen muss, dass ich bei KCD null damit gerechnet hatte, dass wir so vielen Tätigkeiten nachgehen, die so diesen Aufklärungscharakter haben. Na, fast schon quasi als kriminalistische Fälle gewissermaßen. Du befragst Leute, da ist irgendwie ein Verbrechen geschehen und das muss aufgeklärt werden. Das finde ich eigentlich super geil. Wie gesagt, auch wenn ich absolut nicht damit gerechnet hatte. Ich dachte, es ist viel mehr, ey, wir sind halt im Dienste von dem und dem und wir sind halt so ein gehorsamer Ritter. Na, was sie am Anfang auch irgendwo so war und dann haben wir mehr und mehr so das Recht bekommen, ey, geh du mal dahin und untersuch das und du triffst dann halt auch vor Ort die richtigen bzw. falschen Entscheidungen in Bezug auf dieses und jenes Problem. Das finde ich echt eine super coole Sache. Also da muss ich ganz ehrlich sein, sowas finde ich richtig nice. Ich hatte null damit gerechnet, dass sowas hier so viel passieren wird und ich finde es einfach nur nice. Liegen hier noch unsere 3 Millionen Retterschnäpse? Na, scheinen die Spawn zu sein, oder? Die haben wir doch hier mal fallen lassen, irgendwie 200 Stück. Kann ich mich noch entsinnen. Okay, wie dem auch sei. Ey, weiß jetzt nicht, wie klug es ist. Es wird gerade schon wieder dunkel. Und ich soll hier dann wieder irgendeine Höhle suchen auf diesem Areal. Weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Idee ist. Bin ich early mit euch. Könnte sich ruckzuck als der P irrt wieder irgendwo planlos umher entpuppen, oder? Hier, guck mal, du hast entdeckt Höhle. Yanda, Rückwärtsgang, genau. Haken hier einmal ein. So. Alles klar, dann gucken wir doch mal da rein. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist direkt die Höhle unserer Begierde. Na? Echt, oder Köter? Würdest du sagen, da geht direkt was ab? Dann kriegst du auf jeden Fall noch was zu essen hier. Ne? Ja, gell, diese Episode gab es noch gar nicht so viel zu essen. Na? Da, guck mal. Kein Bock. Okay, dann ist es, wie es ist. Ah, wir sind jetzt na. Ja, Leute, dann ist es, na, hier an der Stelle mal wieder eine dieser Episoden, in der es gerade quasi spannend wird und ich dann sage, bis zum nächsten Mal und so, ne? Aber, na, da jetzt reinzugehen, das heben wir uns für die nächste Episode auf und dann haben wir hier eine richtig geile Minenschacht-Episode, da bin ich richtig heiß drauf. Dann sehen wir uns in dem Fall in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch was, bleibt gesund, euer P. Ade.